Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einem neuen Kapitel hier auf meinem Bücherkanal. Mein Name ist Pia und heute mache ich zum allerersten Mal den Mid-Year-Book-Freakout-Tag. Ich staune immer noch, wenn ich jetzt folgenden Satz sage, aber die erste Hälfte von 2022 ist vorbei. Und so ganz verstehe ich es nicht, weil irgendwie war doch gerade erst Januar. Aber das heißt, es ist auch schon mal Zeit für so ein kleines Zwischenfazit. Was waren denn so die Highlight-Bücher, die ich bisher in der ersten Jahreshälfte gelesen habe? Generell muss ich mal sagen, ich habe nicht so viel gelesen, wie ich mir am Anfang des Jahres vorgenommen habe, bis jetzt. Ich hoffe, es wird jetzt wieder ein bisschen mehr. Aber es waren tatsächlich so ein paar schöne Bücher dabei. Aber ich muss halt auch ganz ehrlich sagen, ja, noch nicht so ganz so ein Buch, von dem ich sagen würde, so das ist mein absolutes Highlight. Es ist ein absolutes Lesehighlight gewesen. Und deswegen habe ich mir für dieses Jahr was anderes überlegt. Ich mache ja sonst immer so die Halbjahres-Highlights, einfach die drei Top-Bücher in diesen sechs Monaten, die ich gelesen habe. Und ich hatte Schwierigkeiten, da tatsächlich drei Bücher zu finden. Deswegen machen wir das dieses Jahr anders. Es gibt den Mid-Year Book Freakout Tag und den mache ich dieses Jahr einfach mal mit. Wenn euch das Video gefällt, nicht vergessen, einen Daumen nach oben zu geben und schreibt mir in die Kommentare. Entweder macht den Tag mit in den Kommentaren und schreibt da, welche Bücher ihr für die Fragen wählen würdet. Oder wenn ihr denn so ein richtiges, absolutes Lesehighlight habt, jetzt aus den letzten sechs Monaten, schreibt mir das in die Kommentare. Das beste Buch des ersten Halbjahres. Ich habe schon gesagt, es ist mir schwer gefallen, dieses Jahr richtige Highlights zu finden. Aber ein Buch hatte ich direkt, oder sagen wir mal, ein Buch ziemlich direkt für, als ich angefangen habe, mir diese drei Halbjahres-Highlights zu überlegen. Ja, zu einem Buch habe ich ziemlich schnell gegriffen. Auch wenn es tatsächlich keine 5 Sterne von mir bekommen hat. Aber ich würde dieses Buch tatsächlich als für mich vom Leseerlebnis her als das Beste bisher bewerten. Und zwar, das mag jetzt so ein bisschen Überraschung sein, wenn man weiß, was ich sonst lese oder beziehungsweise was ich sonst nicht lese. Aber es ist tatsächlich High Hopes Whitestone Hospital Nummer 1 von Ava Reid. Und normalerweise lese ich ja gar nicht aus dem Bereich New Adult oder fast gar nicht. Aber hier bei diesem Buch, es hat mich gepackt. Ich habe da schon mal was zu erzählt. Für mich war das Ausschlaggebende, dass ich überhaupt erst dazu gegriffen habe, der Hinweis, dass es sich so ein bisschen wie Grey's Anatomy lesen soll. Also dass es schon sehr stark an die Fernsehserie erinnert. Und ich liebe die Serie. Und deswegen war für mich so dieses, okay, ja, ich probiere das mal aus und habe mir das gekauft und es kam hier an und ich habe auch ziemlich direkt angefangen zu lesen und habe es wirklich weggesuchtet. Mich hat hier dieser Inhalt einfach, mich hat es irgendwie voll getroffen und ich mochte halt einerseits so dieses Krankenhausleben, auch wenn das für mich halt auch gern so ein bisschen hätte mehr sein können. Es stand hier natürlich extrem die Beziehung der Protagonistin Laura und Nash, genau, Nash heißt er mit Vornamen, im Vordergrund oder im Fokus ist klar, aber trotzdem so dieses, ja, es hat halt schon irgendwo so eine Berechtigung, dass man sagt, es liest sich wie Grey's Anatomy und das mochte ich sehr gerne. Es war an manchen Stellen wirklich so ein bisschen dramatisch, aber ja gut, es bringt das Genre halt auch so ein bisschen mit sich. Und ich muss sagen, ich habe hier gar nicht mehr damit gerechnet, dass es mit so einem richtig krassen Cliffhanger endet. Also das ist schon eine Nummer hier, muss man ganz ehrlich sagen. Ich freue mich sehr, wenn dann jetzt bald endlich der zweite Teil erscheint, der dann auch sofort bei mir einziehen wird, voraussichtlich. Die beste Fortsetzung des ersten Halbjahres ist für mich ganz klar, wobei ich auch, und ich habe gedacht, ich gucke nicht richtig, als ich durch meine gelesenen Bücher gegangen bin, um zu gucken, welche Fortsetzung habe ich denn so gelesen und es war tatsächlich, glaube ich, nur die eine dabei und das passt halt eigentlich so gar nicht in meinen Plan für 2022, endlich mal mit rein weiterzukommen. Aber ich habe dafür habe ich, um manche, um mit Fortsetzungen oder beziehungsweise manche Fortsetzungen endlich mal zu lesen, habe ich einige erste Teile rereadet oder mir als Hörbuch angehört. Aber jetzt kommen wir zur Fortsetzung.
Das ist diese hier, die Perlenschwester von Lucinda Riley. Wenn ihr meine Videos schon länger guckt, dann wisst ihr, ich liebe diese Reihe sehr um die sieben Schwestern. Ich habe das schon mal gesagt. Die Einzelbände von Lucinda Riley geben mir überhaupt gar nichts. Da finde ich, also da fehlt mir immer so ein bisschen die Tiefe. Ist bei dieser Reihe aber gar nicht so. Und ich weiß nicht, wann habe ich das gelesen? März oder so. Und ich fand das auch wirklich sehr, sehr schön. Es spielt hier zum Teil in Australien und war halt auch wie viele andere Teile dieser Reihe ein absolutes 5-Sterne-Buch für mich. Und ich freue mich sehr darauf, da jetzt endlich mal weiterzulesen. Es wird Zeit. Eine Neuerscheinung des ersten Halbjahres, die ich noch unbedingt lesen möchte, die leider auch noch nicht hier bei mir im Regal steht, ist A Song of Wraiths and Ruins. Die Spiele von Solstacia von Roseanne A. Brown, heißt sie, glaube ich. Und dieses Buch, hat es mir irgendwie angetan. Und trotzdem habe ich es irgendwie noch nicht gekauft und auch nicht gelesen. Aber ich habe da schon seit längerer Zeit unfassbar Lust drauf. Deswegen, ich schwanke noch, ob ich es mir kaufe oder ob ich das Hörbuch höre. Das Hörbuch davon gibt es nämlich, ich glaube, auch tatsächlich noch exklusiv bei Storytel. Ihr könnt das Hörbuch nur da im Stream hören und ich nutze Storytel schon seit Monaten, bin super, super happy. Und ich habe es schon länger in meinem Bücherregal in Storytel. Aber tatsächlich überlege ich auch immer noch, ob ich es nicht doch lieber lese. Aber wenn ihr Storytel euch mal näher anschauen wollt, das Ganze mal testen wollt, in der Infobox findet ihr einen Link. Wenn ihr euch über diesen Link anmeldet, könnt ihr Storytel 45 Tage kostenlos testen. Es lohnt sich auf jeden Fall, das über diesen Link zu machen. Erstens, weil ihr, wenn ihr sonst regulär so ein Testabo abschließt, ist der Testzeitraum viel kürzer. Und zweitens ist das eine super Art und Weise, um mich zu unterstützen, denn mit jedem abgeschlossenen Probeabo bekomme ich eine kleine Provision. Das jetzt einmal ein kurzer Exkurs, aber ja, A Song of Wraiths and Ruins ist ja in den so im englischsprachigen Booktube-Raum sehr, sehr rumgegangen und ich habe mich sehr gefreut, als ich dann gesehen habe, dass es im Juni, möchte ich sagen, oder was, Mai, ich weiß es schon gar nicht mehr genau, dann auch auf Deutsch erschienen ist und ich finde, die Ausgabe sieht auch wunderschön aus. Also wie gesagt, das ist ein Buch, das ich unbedingt in diesem Jahr noch lesen möchte. Auf welche Neuerscheinung freust du dich im zweiten Halbjahr? Das ist für mich ganz weit oben, Lore, die Spiele haben begonnen, glaube ich, von Alexandra Bracken und auch das ging im englischsprachigen Booktube ja total rum und man hat es überall gesehen oder sehr viel gesehen und ich finde dieses Cover und ich freue mich sehr, dass im Deutschen das Cover auch übernommen wurde. Ich finde dieses Cover zieht mich irgendwie magisch an und ich finde die Geschichte klingt auch mega interessant mit der griechischen Mythologie und das Buch wird auch fest bei mir einziehen, wenn es dann im August erscheint. Ich freue mich sehr drauf und ich werde es auch direkt lesen und euch darüber berichten. Deswegen ja, war für mich ganz klar, dass dieses Buch wie die Faust aufs Auge zu dieser Frage passt. Das enttäuschendste Buch des ersten Halbjahres. So, macht jetzt mal Pause. Ja, diejenigen, die meine Videos schon eine Weile gucken, macht jetzt an dieser Stelle mal Pause. Und schreibt mir eure Vermutung in die Kommentare, welches das sein könnte. Würde mich ja mal sehr interessieren. Ja, jetzt einmal Pause drücken, Kommentar schreiben. Und ich halte meine absolute Enttäuschung für das bisherige Jahr jetzt hoch. Und es ist Ein wenig Leben von Hanya Yanagihara. Ihr erinnert euch vielleicht an meinen Kampf mit diesem Buch. Es ist auch noch nicht so lange her. Und vielleicht erinnert ihr euch auch daran, dass ich es in ein 5-Sterne-Prognose-Video reingepackt habe, weil ich fest davon ausgegangen bin, dass mich dieses Buch umhauen wird. War nicht der Fall. Es hat so schön hier angefangen mit Ein wenig Leben und mir. Ich habe nämlich gedacht, oder beziehungsweise ich habe angefangen zu lesen und fand Schreibstil, die Sprache fand ich wunderschön. Ich fand es ganz toll, wie die einzelnen Charaktere hier beschrieben wurden. Jeder einzeln für sich. Problem ist, dass ich irgendwann oder beziehungsweise an irgendeinem Punkt in diesem Buch hat sich dann aber herauskristallisiert, dass es
hauptsächlich um einen dieser Charaktere geht. Es ist nämlich eine Gruppe von Freunden, die sich seit dem College kennen und irgendwann, am Anfang geht es noch irgendwo um alle. Es wird jeder einzeln so ein bisschen, ja, steht so ein bisschen im Fokus, wird so seine Geschichte, bisherige Geschichte so ein bisschen erzählt. Und irgendwann switcht das Ganze aber und es geht hauptsächlich um einen, dem sehr, sehr viele schlimme Dinge passiert sind und auch immer noch passieren. Und da war dann für mich irgendwann der Punkt erreicht, wo ich gedacht habe, das Buch ist jetzt so ganz anders, als ich es erwartet habe. Und zweitens werden da Themen aufgegriffen, über die man in keinster Art und Weise, in irgendeiner Art, irgendwie vorgewarnt wird. Und das sind sehr heftige Themen. Es gibt keine Triggerwarnung in diesem Buch. Auch der Klappentext lässt nichts in diese Richtung vermuten. Und für mich war es einfach irgendwann, es wurde schlimmer und schlimmer und schlimmer. Und irgendwann war ich an dem Punkt gedacht, okay, ich lese doch auch, um Freude an etwas zu haben. Und wenn ich jetzt hier nur in einer Tour lese, wie beschissen es jemandem geht und immer schlechter und immer schlechter und der einfach nur noch einen Haufen an furchtbaren Dingen erlebt, also das muss man auch mal so sagen, furchtbar, furchtbar, da habe ich dann keinen Spaß mehr. Und deswegen war halt ein wenig Leben für mich eine absolute Enttäuschung. Und ja, es ist schön geschrieben. Und ja, es kommen extrem viele Emotionen dabei hoch, weil es, also aufgrund der Art und Weise, wie es geschrieben ist. Aber rein vom Inhalt fand ich es furchtbar. Letztendlich hat es keine 5 Sterne gekriegt, wie ich immer gedacht habe, sondern ich habe diesem Buch letztendlich 2 Sterne gegeben für den schönen Schreibstil und weil der Anfang so schön war. Das überraschendste Buch des ersten Halbjahres, musste ich kurz eine Weile drüber nachdenken, aber es ist tatsächlich das hier geworden, Crave von Tracy Wolff. Und es ist deswegen eine Überraschung für mich, weil ich es nicht scheiße fand. Also, ja, man hat Crave letztes Jahr überall gesehen. Und ich habe immer gedacht, boah, nee, Vampire, geh mir weg. Also da bin ich raus. Aus dem Alter und aus dem Thema bin ich raus. Hab mir nie groß angeguckt, worum es großartig geht. Ich wusste nur Vampire und Schiss. Irgendwann habe ich dann mal doch mal den Klappentext gelesen und habe gelesen, okay, das spielt an so einem Internat. Und ja, irgendwie habe ich dann gedacht, könnte doch vielleicht was sein? Keine Ahnung. Und habe gedacht, okay, ich lese mal rein. Habe es mir auf Englisch bestellt und war ziemlich schnell angefixt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mochte hier vor allem so den lockeren Erzählstil. Das Ganze wird ja aus der Sicht von Grace erzählt und sie erzählt halt wirklich so, als ob man ihr gerade beim Kaffee gegenüber sitzt und halt so locker flockig, und das mochte ich halt ganz gerne. Es ist halt immer mal wieder eine ganz schöne Abwechslung. Und ja, dann halt so diese Liebesgeschichte, die sich entwickelt, höchst fragwürdig, muss ich auch mal sagen. Also da passieren so manche Dinge, wo man einfach nur so denkt, also nee, aber irgendwie fand ich es trotzdem nicht schlecht. Und ich habe Lust weiterzulesen und habe den zweiten Teil auch schon hier, wollte ich eigentlich schon längst gelesen haben, habe ich noch nicht gemacht. Aber ja, das war so meine Überraschung dieses Jahr bisher. Liebster neuer Autor bzw. liebste neue Autorin fiel mir auch nicht schwer. Ich habe vor kurzem Der Club der Rabenschwestern gelesen von Cass Morgan und Danielle Page. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und es sind zwar 2 Autorinnen, aber ich beziehe mich jetzt hier auf Cass Morgan. Denn ich habe dann auch nochmal gegoogelt und habe halt gesehen, okay, Cass Morgan hat auch The 100 geschrieben. Und ich habe das Buch oder beziehungsweise die Bücher nicht gelesen, aber ich habe die Fernsehserie geguckt. Und zwar letztes Jahr, es war so im Dezember, und mein Mann und ich, wir haben die so gesuchtet. Also das war eine ganz, ganz fiese Sucht, The 100. Absolute Serienempfehlung, aber ich sag euch wirklich, das macht sowas von süchtig, passt auf. Und ich möchte aber irgendwo, möchte ich auch ganz gerne so zum Vergleich mal die Bücher lesen. Und ich habe auch dann gesehen, dass sie noch eine andere, ich weiß nicht, ob es eine Dilogie ist. Es sind im Deutschen zumindest 2 Bücher davon erschienen. Und zwar heißt diese Reihe Light Years. Und das ist eine, die steht auf meiner Wunschliste, möchte ich unbedingt lesen. Und ja, deswegen... Ich
ich würde Cass Morgan jetzt nicht als Lieblingsautorin bezeichnen, weil ich einfach, oder als neue Lieblingsautorin bezeichnen, weil ich dafür einfach zu wenig von ihr gelesen habe, nämlich nur dieses Buch. Aber dieses Buch hat mich halt dazu bewogen oder dazu inspiriert, mir auch andere Bücher der Autorin anzuschauen. Vor allem vor dem Hintergrund, dass The 100 von ihr stammt. Neuester Book Boyfriend bzw. Book Girlfriend habe ich nicht. Ich habe schon mal ein Video dazu gemacht. Das habe ich nicht. Ich habe keine Schwärmereien zu irgendwelchen Charakteren in Büchern. Das passiert mir einfach nicht und deswegen kann ich diese Frage nicht beantworten. Ja, bei der nächsten Frage ist es mir auch schwer gefallen. Neuester Lieblingscharakter. Ich habe dann aber mal so ein bisschen überlegt und muss jetzt hier nochmal der Club der Rabenschwester in die Kamera halten. Ich habe mich dann für Vivi und Scarlett aus diesem Buch entschieden, weil hauptsächlich, weil ich mochte, wie unterschiedlich die beiden Charaktere halt dargestellt werden, beziehungsweise generell so die Charakterdarstellung. Dadurch, dass wir halt zwei sehr unterschiedliche Charaktere haben, was das hier für den Spannungsaufbau in diesem Buch bedeutet. Und Scarlett und Vivi sind einfach, häufig hat man das ja, okay, du hast zwei völlig unterschiedliche Charaktere und man fühlt sich halt häufig so zu einem hingezogen. Oder dass man denkt, okay, der ist mir viel, viel sympathischer als der. Und das ging mir halt hier nicht so. Also jede der beiden Charaktere hat halt so seine guten Seiten, aber auch seine schlechten Seiten. Das gleicht sich halt immer so ein bisschen aus. Und das mochte ich halt hier sehr gerne, weil beide halt auch wirklich authentisch sind und halt auch Sachen anpacken und was in die Hand nehmen und ohne da jetzt aber auch irgendwie groß, ja halt so, dass das Ganze irgendwie noch realistisch bleibt und man es glaubt. Ein Buch, das dich zum Weinen gebracht hat, ja, ich muss es nochmal in die Kamera halten, ein wenig Leben. Nicht nur so ein bisschen, sondern ich habe Rotz und Wasser geheult, ihr wisst warum. Ich will aber auch ganz ehrlich auch gar nicht mehr über dieses Buch reden. So, weg damit. Ein Buch, das mich glücklich gemacht hat, ist dieses hier gewesen. Und zwar Die Sullivan-Schwestern von Catherine Ormsby. Und dieses Buch hat mich aus dem Grunde glücklich gemacht, weil ich noch genau weiß, wie ich es gelesen habe und es sehr, sehr gerne mochte. Und außerdem hat es mich glücklich gemacht, weil es geht hier um drei Schwestern, beziehungsweise um die Beziehung von drei Schwestern, die eigentlich sich vollkommen entfremdet haben. Und ich fand es wunderschön zu lesen, wie sie sich so nach und nach wieder so ein bisschen annähern und Verständnis füreinander entwickeln. Das fand ich sehr schön an diesem Buch und das hat mich halt tatsächlich glücklich gemacht. So wie sich eine Beziehung unter Schwestern, von der man eigentlich, wenn man jetzt das so liest, vor allem, weil man hier halt auch den Vergleich hat, so früher waren sie extrem eng und dann liest man, jetzt haben sie überhaupt gar keine Beziehung mehr zueinander. Und man denkt, das ist eigentlich ihre Hopfen und Malz verloren, aber man hofft halt natürlich so, dass sie sich halt doch wieder annähern können und dass es wieder so wird wie früher. Und darüber halt zu lesen, das hat mich glücklich gemacht und das fand ich sehr schön. Das schönste Buch, das im ersten Halbjahr bei mir eingezogen ist, ist mir sehr schwer gefallen. Ich habe zwei gewählt. Einmal The Inheritance Games von Jennifer Lynn Barnes, den ersten Teil, den ich finde, das ist wirklich wunderschön, weil es halt auch so viel zu entdecken gibt auf diesem Cover irgendwie. Da sind so viele Kleinigkeiten noch eingearbeitet, die man auf dem ersten Blick gar nicht wirklich sieht. Und ich mag die Farben halt extrem gerne. Der zweite ist ja jetzt auch erschienen oder erscheint jetzt und da freue ich mich auch sehr drauf. Den möchte ich eigentlich auch gerne kaufen. Ich habe vor kurzem noch erzählt, ich kaufe jetzt kaum noch Bücher, aber irgendwie, ja, da habe ich ja schon extrem Lust drauf. Und ja, das finde ich einfach wirklich sehr, sehr schön gestaltet und relativ frisch bei mir eingezogen, nämlich im letzten Rebuy Haul habe ich es gezeigt. Ist dieses hier, One True Queen von Jennifer Bankau. Und das finde ich nämlich auch wunderschön, weil erstmal halt auch so die Farben, die Farbkombi mit so diesem satten Blau und dem Kupfer und dem Gold finde ich mega schön. Und wie das dann halt hier halt auch gestaltet ist mit den, mit dem Gold und dem Schimmernen und dem, wie heißt das denn? Ihr wisst, was ich meine, ne? So, ich finde das schon extrem schön. Und hier so,
Ja, das sieht schon wirklich sehr, sehr hübsch aus. Sub des zweiten Halbjahres, welche Bücher möchte ich unbedingt lesen? Das sind viele. Ich habe sie jetzt nicht hier hingeholt. Oder mache ich das? Ja komm, ich hole mal ein paar. Ich habe jetzt mal drei geholt, drei verschiedene Genres und ja, es gibt noch 10.000 mehr. So, im Prinzip, meinen ganzen Sub möchte ich am liebsten sofort im nächsten Halbjahr lesen. Wird nicht hinhauen. Aber beispielhaft Die sieben Männer der Evelyn Hugo von Taylor Jenkins Reid, Throne of Glass von Sarah J. Maas und Layla von Colleen Hoover. Freue ich mich auch extrem drauf. Übrigens freue ich mich auch sehr hier auf Little Women in der Koppenrad-Schmuckausgabe. Das wird nämlich auch im zweiten Halbjahr unbedingt gelesen. So viel zum Mid-Year Book Freakout Tag. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich mache selten so Tags, habe ich lange nicht mehr gemacht, aber ich finde es ganz cool, ich habe Spaß dran gehabt und außerdem habe ich so auch viel mehr Bücher gezeigt, als wenn ich so die regulären Halbjahres-Highlights gemacht hätte. Da wären es nämlich nur drei Highlights und eine Enttäuschung, ein wenig Leben gewesen. Und jetzt verabschiede ich mich aber. Ich erinnere euch nochmal dran, in die Kommentare zu schreiben, was eure Highlights waren oder auch gerne diesen Tag oder diese Fragen in den Kommentaren zu beantworten. Dann sehen wir uns hoffentlich nächste Woche zum nächsten Video wieder und bis dann. Tschüss!